War schon eine ganz schöne Menge. Hallo. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, darum quatsche ich dich auch an. Bank. Okay. Schmied. Das vielleicht mal machen sollen. Na komm. Mach das erstmal fertig. Bank. Und Schmied. So. Ah, guck mal, den Arzt können wir auch noch. Dann wird das alles billiger. Buon viaggio. So. 16.500 der Wert. Erhöht. Hallo. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Oh. 7.379. Bis bald, Ezio. Tschüss. Bis bald. 1, 2, 3, 7. Guck mal, die Kohle unten. Okay. Ach nee, muss das mal mit Giovanni machen. So. Dann wollen wir mal zurück. 1, 3, 3, 7. Das ist auch eine schöne Summe. Oh, und dass man das auch schafft. Ist auch ein Zufall. Liebe Leute, kauft bei mir ein. Lalalalalalalala. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Hallo. Warte mal. Zurzeit haben wir hab keine Ahnung. Ups. Ich will doch nur heilen. Ich bin nur eine einfache Magd. Voll gesund. Da fehlt natürlich noch was. Jetzt haben wir aber keine 1, 2, 3, 7 mehr. Ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein. Ja. Das ist schön. Dann wollen wir wieder ab nach Venedig. Venedig. Venedici. Können wir da hinten schon hinreisen? Ja. Okay. Ist kürzer. Vielleicht sollte ich erstmal auf den Turm gehen und das Gebiet erkunden. Weil, sieht man ja. Es liegt ja auf dem Weg. Also, passt ja. Dem. Kommt her, Leute. Das war einer. Ich habe viele neue Werke. Da sind die. Warte mal. Nee, der ist nicht zum Erkunden. Aber zum Reingucken. So, wo haben wir den Turm denn? Tschüss. War ich nicht. Keine Fische aus den Kanälen der Stadt zu verzehren! Es gilt als heilige Bürgerpflicht, diese Warnung an alle Besucher der erlauchten Republik weiterzugeben. Das ist eigentlich sehr cool, dass man so schnell hochkommt. Okay. State attenti! Wir erinnern die Bürger daran, dass die Reparaturen... Alles klar. Und das ist noch so ein Turm, sehe ich gerade. So, An alle Venezianer, wisset, dass in einer Woche ein Maskenball vor dem Palazzo Dandolo stattfinden wird. War das nicht schon? Oder ist das was anderes? Geht mir aus den Weg. Eine Vereinbarung, die euren Schutz garantiert, wurde mit dem B unterzeichnet. Oh, ich nutze nur feinste Wolle, Seide und Leder. Meine Kunst hält ja. Stati attenti. Die kürzliche Überprüfung. Hallo. Sterb. So, da ist der Turm. Schaffe nur ich wieder, ne? So. Autsch.
Attenzione! Komm zurück, du Hurensohn! Wieso soll ich zurückkommen? Wurde wegen des Verrats gegen die erlaubte Republik, ich muss mal kurz rein. Schuldig gesprochen und wird in zwei Tagen zum Sonnenanbruch auf der Piazza so. Marco gehängt. Okay. Wie gesagt, so ist das eigentlich viel schneller. Wie man hier immer ganz Zeit draußen jemand hört, trotz Kopfhörer. Echt nervig. Wie hoch da? Einmal im Kreis drehen. Machen wir das so. Zack. Hoch mit dir. Doch. So. Ich muss das mal gucken, wo das war. Ob ich runterspringen kann. Sonst ein bisschen blöd. Okay. Ui. Da ist noch so ein Turm. Da geht's noch weiter. What the fuck? Ui. Nee, das tut doch weh. Nein, ich müsste es doch voll verrecken, wenn du reinspringst. Geh weg. Mach gar nichts. Hä? Okay. Und schon ist ein Steckbrief da, ist klar. Tschüss. Weg damit. So. Okay. Dann hier lang. Okay. Reicht. Bin angucken. Bitte! Hilfe! Nö. Mal plündern. Ich plünder. 488. Bitte! Hilfe! Nö. Um Hilfe. Bitte! Hilfe! Ein Eingang. Wollt ihr mich verarschen? Bitte! Hilfe! Er wird noch jemanden verletzen. Warum bitte Hilfe? Ich muss hier oben rauf. Ach so. Deswegen. Ihr seid einer von Bartholomäus Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius' Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk. Nördlich von hier. Requiescat in pace. Ein Krieger im Käfig. Bartolomeo de Alviano aus seinem Käfig befreien. Okay. Irgendwo da, oder was? Sperrgebiet. Ich bin mir sicher, ich kenne den Mann. Aber woher? Na, du! Stepp. Autsch. Hallo? Ihr wollt doch alle sterben. Von der Seite, jetzt! Ihr wisst, was zu tun ist. Ruhe bewahren. Na? Schlag mir zu! Stepp. Autsch. Das ist nervig manchmal. Autsch. Na? Geduld! Er wird uns eine Lücke Autsch. Bieten! Mann, nerv nicht. Jetzt, ragazzi! Stirb!
Na. Stirb. Okay, die stehen da nur hinter. Warum ist denn das Sperrgebiet hier überhaupt? Vor allem auch da, wo du dich heilst. Dein Ernst? Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Aus dem Käfig rein. Warum ist das dein Sperrgebiet hier? Naja. Das ist der Steckbrief. Okay. Also müssen wir doch hier hin. Okay. Du wirst gleich mit Pfeilen gespickt, wenn du nicht runtersteigst. Hallo? Ach, er haut ab! Ich hau doch nicht ab. Ich töte dich nur. Achso, ich hab davon nichts mehr. Fuck. Na gut. Hui. Ich glaube, das wollte ich machen. Muni kaufen. Siete voi. Buonasera. So. Tschüss. Auch schon wieder so ein Sperrgebiet. Oh Mann. Wahrscheinlich wird er vorne festgehalten. Oder wo auch immer. Ich werde es mal da hoch. Wie komme ich denn da eigentlich hoch? Guck mal von hier aus erstmal. Wie komme ich denn da am besten hoch? Kommt man gar nicht am besten irgendwie hoch, ne? Okay, wie soll man das denn machen? Ja, nein, tot. War klar. Ah, ich krieg das immer wieder hin. Schon wieder rüber rennen. Hey. Also muss ich da hin. Oder was? Dann wollen wir das nochmal erkunden. Vielleicht zeigt das auch erst dann an. Da ist er! Nicht in meiner Schicht! Der. Da ist er. Da muss ich hin. Aha. Hab ich gar nicht gesehen. Naja. Passiert. Ab. So. Und? Noch mehr Gebiet. Wo ist mir warm? Fange ich damit schon wieder an. Okay, das ist auf jeden Fall wieder ein Sperrgebiet. Hui! Glaube ich zumindest. Kommt, Freunde! Wöchentlicher Adalas ist Teil des Gesichts! Auf ein Wort! Warum seid ihr hier? Was wollt ihr von mir? Wir schützen ihn an Delikat. Die komischen Kneipen. Was wollt ihr von mir? Mit euch allen auf! Zur selben Zeit ist eine Maßnahme. Beiden Armen hinter den Rücken gefesselt. Ach da. Ihr fragt mich, wie das möglich sein soll. Lasst mich frei. Und ich werde es euch gerne demonstrieren, ihr elenden Dreckschweine. Seid ihr seid, das Pflaster unter den Sohlen zu spüren? Dringen bei Regen. Wo wird denn da festgehalten? Keinen Mut, keine Tugend. Das Volk fragt sich, warum Venedigs Stern verblasst. Autsch. Ich werde den
Natürlich. Alle anderen von euch werden sterben durch meine Hand. Ich schwöre, Brücken der Stadt andauern. Bitte. Geduld. Schon lasst euren Ärger. Warum ist das Sperrgebiet? Weil ich muss nichts reparieren. Deine Waffen. Das da aber habe ich jetzt nicht genug. Wieso? Wurfmesser. So. Wisst ihr denn nicht, dass ihr einem Verräter und Feigling dient? Nein. Auf Befehl des Dogen sind außer Brieftauben alle Tauben zum Freiwild erklärt worden. Glaubt ihr denn, ich wisse nicht, warum ihr mich angekettet habt? Außer Brieftauben. Glaubt ihr, ich wisse nicht, wer an Silvius Händen zieht? Ich habe dieses Wiesel von einem Herrn schon bekämpft, als die meisten von euch noch gar nicht geboren. Wurfmesser. Entwaren! Lass mich aus! Wenn ich hier rauskomme, wird es meine Mission sein, jeden einzelnen von euch zu enthaupten und euch die verdammten Köpfe in die verdammten Hintern zu stecken. Egal welcher Kopf, zu welchem. Wollt ihr getötet? Das wird ein großer Anblick sein. Davon wird man sich noch Jahre erzählen, ihr Bastarde! Wo seid ihr? Achso. Elende Feiglinge! Ich nehm's mit euch allen auf! Zur selben Zeit mit einem Arm! Nein! Beiden Armen hinter dem Rücken gefesselt! Ihr fragt Autsch. Mich, wie das möglich sein soll? Lasst mich frei! Und ich werde es euch gerne demonstrieren! Ja. Meine komm her! Okay. Ihr habt keine Ehre, keinen Mut, keine Tugend. Und das Volk fragt sich, warum Venedigs Stern verblasst. Also. Das wurde aber auch Zeit. Ich weiß nicht, ob ich euch küssen oder ohrfeigen soll. Vielleicht beides, zur Sicherheit. Ihr habt völlig recht. Wer seid ihr? Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Ich bin hier, um euch zu retten. Mal sehen, wer am Ende wen rettet. Was meint ihr denn? Da unten! Haltet sie! Was? Wohin, ja. Madonna? Komm! Stepp. Schauen wir, was du kannst! Hallo? Stepp. 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 Nicht überanstrengen jetzt. Wir sollten los. Korrekt. Da sind noch Köpfe zum... Ich muss echt nichts reparieren. Wurfmesser. Oh, habe ich nicht so wenig Kohle noch? Einschlagen. Vielleicht sollten wir versuchen, Konflikte zu vermeiden. Warum? Habt ihr Angst? Nein, es ist nur, dass sie uns 100-1 überlegen sind. Wie ihr wollt, Bellamia. Wer hat euch gelehrt, euch so zu bewegen? Oh. Bleibt hier. Jetzt? Gut, hier lang. Da? Na komm. Geh weg. Achtet. Wo muss ich eigentlich hin? Ehrlich? Auf den Großen. Er wird Dante genannt. Die meisten von Silvius' Männern können nichts, aber er bedeutet Ärger. Ich laufe jetzt einfach mal so rum, dass wir nicht kämpfen müssen. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Süße Freiheit, wie ich dich vermisst habe. Silvio hat seine Leute geschickt, um euer Haus zu plündern. Bereitet euch für den Kampf. Schon passiert. Bartolomeo ist immer bereit für den Kampf. Kann er nicht klettern? Ist das sein Ernst? Und dann so der Kämpfer sein? Was ist los? Dio del Cielo. Er wird doch jemanden verletzen. Warte mal.